Ja, und die haben damals. Ja, genau. Jump, Jump. Übrigens eine super CD auch. Ich glaube, Da Bomb. Also die Bombe hieß, glaube ich, die Scheibe. Also die CD damals. Und sehr zu empfehlen. Eigentlich, wer Hip-Hop-Fan ist, wird die unter Umständen kennen. Wer so auf so Oldschool-Sachen steht. Ja. Sehr zu empfehlen, gute Scheibe, paar gute Beats dabei und Criss Cross. Jo, zack, so. Lass mal alles liegen, das nehmen wir mit. Ja, wir sind schon wieder bei der Hälfte vom Level. Ne? Hier unten, ihr seht den Balken, wie der rennt. Also das geht hier wirklich zackig. Ne? Da. Deswegen gehe ich eigentlich auch ungern dran vorbei an diesen Höllentoren. Aber manchmal, ihr habt es gesehen, dauert es einfach so lange und man kommt einfach gar nicht durch. Also je nachdem, welche Viecher drin sind, ja, einfach umdrehen und wieder raus. Ne? Weil dann stirbt man alle 5 Meter und es werden ja. Ja, was heißt, es werden nicht. Ja, es werden schon weniger, aber naja, gut, bla 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 bla. Da hinten schwebt hier unser Guru. Das ist hier so der Obermotz in der Hütte. Da oben. Der ist aber um die Ecke rum, also der kann jetzt noch nicht angreifen, weil der an diesem, ja, an diesem Mittelding hier hängen bleibt. Praktisch an der, an diesem Spot hier. Und ja, den werden wir dann gleich mal uns vorknüpfen, wenn wir dann hier irgendwo. Ne? Fuel, sehr gut. Kann man nachher mal gucken. Was es macht, das Fuel? Das Fuel? Wir gucken mal. Wieso stirbt er nicht hier? Kann er. Schieß auf den? Naja, egal. So. Jetzt haben wir hier soweit schon mal aufgeräumt. Und ja, machen wir ein bisschen Platz. Da ist er. Der portalisiert sich irgendwie durch die Gegend. Das sehe ich gerade. Und ist ganz schön schnell dabei. Also, schmeißen wir mal hier seinen Strike hin. Und hoffen mal, dass er hier um die Ecke kommt noch. Guck mal, kommt er hierher? Nein, kommt er natürlich nicht. Er mag uns nicht. Wo ist er hin? Ja, ich würde ihn schon gerne killen. Da ist er. Also je besser man hier durchkommt, also ich weiß nicht, wie da das Zusammenspiel der ganzen Sachen ist, aber so kommt es mir vor. Je besser man hier durchkommt, durch dieses Level, also je mehr Viecher man killt, also das Spiel stellt mehr Viecher hin, ich kill die trotzdem. Und dann sagt er, boah, der ist aber gut. Desto mehr flackert dieser Typ hier, dieser Endgegner oder dieser Instanzgegner hier am Himmel rum. Ja, also der ist manchmal relativ slow unterwegs und manchmal halt auch ein bisschen schneller, ja, als wenn er halt irgendwie da hinten. Er ist in der Ecke. Da kommt er. Also der zuckt dann hier schon ganz schön rum, dass man den also auch nicht. Der hat halt einen coolen Drop dabei. Ne? Deswegen. Der soll halt nicht sofort sterben, wenn man den dreimal angeschossen hat oder so.
Okay, den wollen wir auch nicht. Wäre schön, wenn der uns hier mal hinterherkommen würde in diese Ecke. Das wäre schon nicht schlecht, aber das macht er nicht. So, den Lord irgendwas. Den holen wir mal weg. Eine Kiste? Nein, nicht. Aber wir haben einen großen Drop hier liegen. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich mach mal da. Okay, die haben hier irgendwie eine Familienveranstaltung, glaube ich, eine Familienparty. Die komischen orangen Kanagor-Scheißviecher. Ja. Jo, geht doch ganz gut soweit, ne? Also macht alles relativ gut Schaden hier, die Knarre, die wir in der Hand haben. Also das ist auch cool mit der Schildperne, wie gesagt. Also Schilddurchschlag hat die ja einmal auf der Waffe und einmal als Mod gesockelt. Von daher, das ist schon nicht schlecht, ne? Dann hat man also relativ schnell die Schilde, wie man sieht, bleiben relativ. Und der grüne Balken, also der HP-Balken, zieht sofort runter. Das ist eigentlich eine relativ coole Sache. Also, relativ. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Also entweder creepen wir jetzt hier hinterher und suchen diesen Suppelhoney. Hannes. Heini. Da ist er. Den können wir allerdings nicht von hier aus. Schmeißt schon mal so ein Ding hier hin. Jetzt stellen wir uns mal hier hin. Gucken wir mal, ob wir den hier irgendwie. Ah, den kriegen wir nicht down. Der haut ab durch die ganze Hütte. Gucken wir mal. Ja, okay. Lassen wir mal. Ne? Macht keinen Sinn. Dem jetzt hinterher zu laufen, finde ich unsinnig. Geht viel zu viel Zeit bei drauf. Und naja, gut. Muss nicht sein. Wir haben ja genügend. So, wir haben ja genügend Level, also ist fast voll und der bringt uns jetzt ja irgendeinen scheiß Drop, aber wir können, nein, nicht schon wieder, nein, wir können den nicht, also, nein, nicht, nein, 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 nein. So, jetzt müssen wir mal gucken, wir waren hier oben und haben Respawn. Gut, dann gehen wir mal hier runter, ne, in die Richtung. Und wir sind auf dem Weg in diese Station, in die nächste. Oxford, genau. Oxford ist angesagt. Ja.
Das machen wir jetzt mal. Die Essenzen nehmen wir mal trotzdem mit. Auch wenn wir sie nicht brauchen. Ich weiß zwar nicht warum. Das ist eine Angewohnheit. Ich kann die irgendwie nicht liegen lassen. Naja, egal. So. Hier war der Eingang. Haben uns schon ganz schön lange aufgehalten hier. Aber wir haben ja Zeit. Ja, wir haben ja Zeit. Also ernsthaft, wir haben ja Zeit. Also wir müssen ja jetzt nicht irgendwie... Hm? Imp Menace, also der Imp-Killer, oder was? Menace. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Menace to Society ist, glaube ich, irgendein cooler Film gewesen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja. Gut. Soll jetzt nicht weiter wichtig sein. Also, ich bin auf jeden Fall der Imp-Killer. Das ist gut. Ja, Leute. Also. Das war alles. Alter Schwede. Hier steht so ein Freak und hält hier die ganze Party auf. Den Verkehr auf. Also wirklich. Ja gut. Ja. Wir gehen weiter in die Richtung runter. Und gucken mal, was uns hier erwartet. Ich habe keinen Bock auf die Jungs. So. Da kommt ein Roter. Der ist relativ zackig tot. Das kennen wir ja schon, das Spielchen. Und uns schmiert ständig die komische Drohne nicht ab, sondern hier der Histbot. Naja, gut. Diese blöden Blutmutanten hier, die sind auch ätzend. Die entstehen, wenn man diese kleinen Furzviecher hier, diese kleinen Eierbeißer da, wenn man die anschießt, ja, aber nicht, die sterben nicht, ja, also wenn man die nicht killt, sondern nur anschießt, dann verwandeln die sich in diese großen Viecher und machen dann halt dementsprechend auch mehr Schaden und, ja, halten länger und bla 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 bla, Schwafel. So, jetzt haben wir hier noch so eine Ecke mit Idioten. Hey, you bloody idiots. Ja. Ich drücke immer. Ja, gut. Ist ein bisschen blöd, wenn die so nebeneinander liegen. Naja, egal. Ach ja, wir können ja auch wieder einsammeln. Wir brauchen ja Scrap Materials. Also. Jo, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, entweder geradeaus zu gehen oder hier links rein. Es ist schwer zu sagen. Deswegen, ich erkläre euch das gleich für die, die es noch nicht wissen. Also,
Hund, den killen wir noch eben. Dann haben wir hier nämlich Ruhe. Die Range ist auch cool von der Knarre. Da kommt noch einer angelaufen. Also, ich wollte erzählen Folgendes. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, nach dort reinzugehen. Da hinten am Ende kann dann auch der Ausgang sein. Oder der Ausgang ist hier hinten, dann haben wir hier nur einen Gang, den wir leer räumen und dann müssen wir hier weiter. So, gucken kann man das folgendermaßen. Hier geht es um die Ecke, heißt, hier geht es dann weiter. Also der Gang, da ist kein Ausgang praktisch, also hier links. Da gehen wir dann jetzt auch erstmal rein. Ja? Also hier dieser Gang. Ja, wenn da unten jetzt zu Ende gewesen wäre und rechts so ein Raum, ja, also ein Gitter, da kommt ein Gitter am Ende und dann hat man so einen Raum nach rechts und dann wäre da praktisch Schicht und hier der Ausgang. Ja, also das ist halt, ja, der Levelaufbau ist hier schon relativ überschaubar, stereotyp angeordnet und von daher. Ja, ist nur ein kleiner Hinweis für diejenigen, die halt sich da irgendwie näher für interessieren. Ja, gut. Ich sammel mich hier jetzt mal durch. Wir schießen uns hier den Weg frei. Und dann... Jo, genau. So, das nehmen wir mit. Wir haben hier was Gelbes. Das ist gut. So, unique Sachen sind immer nett. Wir nehmen das noch mit. Also hier wäre dann der Ausgang, hier in der Ecke. Ja, also da, wo die Typen jetzt hier rumstehen, hier wäre dann der Ausgang. Habt ihr ja schon gesehen bei den anderen Instanzen. Also, ne? Also ich war bekannt. So, ihr kriegt einen Strike. Und dann haben wir hier schon aufgeräumt. So. Heilung der Drohne. Dann schmeißen wir da nochmal einen Strike rein. Und dann dürfte das hier auch Geschichte sein, ne? So. Ey, schwer Fitzi. Gut. Hier auch sauber gemacht. So. Den Hotspot. Gut, jetzt können wir zurück und dann geht's halt, wie gesagt, links rum um die Ecke geht's dann weiter. Ja. Und da kommt dann irgendwann später dann der Ausgang. Das werden wir dann sehen. Gremlin irgendwas. Diabolist, glaube ich, oder was da stand. Na gut. Ja. Jetzt geht es also hier weiter. Und wenn hier jetzt, wie gesagt, so ein Gitter kommt. Nein, kommt nicht. Da geht es also auch nochmal weiter. Ja. Hier steht noch so ein Fuzzi in der Ecke. Und noch was Gelbes, sehr schön. Ist zwar nicht für unsere Klasse, aber kann man zumindest gut verkaufen. Ich schmeiß euch mal einen Strike da hinten hin. Könnt ihr schon mal ein bisschen spielen. Gut, dann hier hoch. Ja, da haben wir wieder so einen Kellerabgang. Also so eine Falltüre, was auch immer, ne? Gehen wir dann gleich mal rein. Schmeiß mal einen Strike in die Ecke. Ja, also hier zu den verschiedenen Klassen. Also, ich sag mal, dieses Modpack zu spielen, oder bleiben wir erstmal beim Default. Also wenn wir im Default hier Hellgate London spielen, ja, dann haben wir, also den Guard hier zu spielen alleine ist, boah, ja,
möglich, aber eine relativ langwierige Geschichte, weil man natürlich vom Schaden her nicht ganz so gut aufgestellt ist. Blade Master geht. Ja, Elite hier, ne? Also da haben wir halt diesen Elite-Raum und der ist portalisierend hier. Boah, da kommen ganz viele so unsichtbare. Gut, Elite, ne? Also wir haben hier Elite. Schmeißen wir mal einen Strike. Und ja, meine Lieblingsbemerkung. Wir schmeißen mal einen Strike. Aber gut, so ist es. Jetzt markiere ich den nochmal. Ja. Es ist für die unterschiedlichen Klassen relativ unterschiedlich, eben auch das Spiel alleine zu spielen. Also der Vorteil hier mit der Drohne und so ist dabei, du hast halt immer jemanden da vorne, der so ein bisschen ablenkt. Ne? Also hier Tank, Drohne, also die, ne, zieht so ein bisschen die Aggro und man steht so außen davor und semmelt drauf. Und ja, das ist eigentlich ganz praktisch. Dasselbe gilt für den Summoner, also für den Beschwörer, der seine Elementare, also diese Viecher da am Start hat, die dann auch eben ja, die Aggro ziehen und man so ein bisschen außen vor ist.